Servus Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr seid bei dem E-Mobilist gelandet. Bei mir geht es um Elektromobilität der besonderen Art und ich bin hier auf den E-Bike Days 2023 in München und bin für euch unterwegs und schaue mir mal die Szene an, wo es um Lastenräder und Cargo-Bikes gibt. Das heißt, wenn du auf der Suche bist nach einem Lastenrad oder Cargo-Bike, interessierst dich dafür, weißt aber nicht, was es da alles gerade so auf dem Markt gibt, dann gibt es hier eine sehr gute Übersicht, muss ich sagen, denn hier sind einige Lastenradhersteller vertreten und da gibt es einige Innovationen, teilweise auch Weltneuheiten, also hochinteressant, wie ich finde. Jetzt geht's direkt los. Ihr habt auch noch die Kapitelmarker, so könnt ihr dann ein bisschen vorspulen zu den Themen, die euch am meisten interessieren. Drückt da unten auf den Subscribe-Button. Wenn es euch dann gefallen hat, gebt mir ein Like und jetzt geht's los. Viel Spaß dabei. Ja, jetzt sind wir hier bei Riesenmüller. Bei Riesenmüller gibt es natürlich auch Cargo-Bikes und da ist der Ralf. Einige kennen ihn vielleicht schon von letztem Jahr. Hallo Ralf, mal wieder. Grüß dich. Hallo Ralf. Servus. So, ich bin heute da und möchte mal die Cargo-Bikes von euch anschauen. Vielleicht kannst du uns das mal gerade vorstellen, was ihr da so im Portfolio habt. Ja, gut, dass du da bist. Wir haben ein neues Longtail seit einem Jahr mit am Start, letztes Jahr auf der Eurobike vorgestellt, und zwar unser Multitinker. Ah, genau, das habe ich schon gesehen und das war ja letztes Jahr noch nicht da. Da war das Urban neu und diesmal ist es das Multitinker. Genau. Das Multitinker ist für uns ein neues Konzept, was wir neu angepackt haben. Hier haben wir ein Longtail-Bike mit einem tiefen Schwerpunkt. Und der tiefe Schwerpunkt macht es eben einfach praktischer und im Handling, leichter im Handling, auch für leichtere Personen, das Fahrrad zu rangieren. Und du filmst jetzt direkt auf die Ausstattung mit dem Passenger Kit. Das heißt, hier können Personen bis 65 Kilo sich hinten draufsetzen. Und okay, wenn du dann den Schwenk als nächstes vor das Rad machst, dann siehst du das Ganze mit der Kinderausstattung. Mit der Kinderausstattung, so, und da ist es mit der Kinderausstattung. Und hier haben wir die Safety Bar hinten drauf. Auf der Safety Bar hast du die Möglichkeit, entweder einen Euro-Behälter mit hinein festzusetzen, dann hast du ein richtiges Transportbike, oder aber eben du kannst zwei Kinder hintereinander hier reinsetzen, die sich hier an dieser Haltestange entsprechend festhalten können. Okay. Dazu siehst du jetzt hier gleich bei der Ausstattung noch die Packtaschen. Da kriegst du richtig viel rein. Und wenn du den Schwenk nach vorne machst, hast du dann auch den Cargo-Gepäckträger auch auf der Vorderseite, wo du richtig viel mit reinpacken kannst und festzurren kannst. Schon praktisch. Das Licht ist auch vorne mit dran. Selbst wenn da Gepäck mit drauf ist, kann man trotzdem noch leuchten. Da haben wir einen Bosch Performance 1 CX-Motor mit drin. Akku ist der 27 Wattstunden Akku von Bosch. Ja. Genau. State of the Art aktuell bei Bosch. So, ja, natürlich hier alles State of the Art. Ne? Natürlich auch das smarte System, Kiox 300, Enviolo, alles mit dabei, alles vom Feinsten, so wie man das von Riesenmüller kennt. Sehr schick. Okay, das sind, finde ich, schon mal das Highlight für mich. Jetzt komplettieren wir natürlich kurz die Story und erzählen, was ihr sonst noch so habt. An Cargo-Bikes. Also nicht alles, sondern nur die Cargo-Bikes. Wir sehen, hier ist noch eins. Das unser ist Packster 70. Packster 70. Packster 70, was im Gegensatz zu unserem Load, was gleich noch zurückgekommen wird, für den urbanen Einsatz, du hast einen perfekten Personenschutz, den du hier mit reinbringst. Vielleicht magst du mal mit reinfilmen, dann kann ich da noch ein bisschen was zu sagen. Ja, gerne. Wie wir das Ganze... Das ist schon echt wichtig, dass also die Personen, die Kinder sozusagen hier drin ja auch ein bisschen geschützt sind. Genau. Das hast du hast einmal, wir haben die Akkus hier unten eingebaut. Du hast hier zweimal 625 Wattstunden Akku, sowohl links als auch auf der rechten Seite. Die kriegst du praktisch hier einfach raus, ne? Ah, ja, genau. Okay. Den kannst du hier mit rausziehen, wobei du natürlich nicht rausziehen musst. Okay. Du kannst sie hier vorne über die Ladebuchse laden, es sei denn, natürlich, du hast keine Möglichkeit, im Hof zu laden, dann kannst du die einfach rausziehen und okay, gehst dann bei dir entsprechend in der Wohnung. Laden beide auf einmal, oder? Also, ja, genau. Ich brauche nur einmal einstecken und beide genau, werden geladen. Ja, so wie sie beide gleichmäßig entladen werden, so werden sie auch beide gleichmäßig geladen. Du hast einmal hier einen rundum laufenden Hügel hier, den man auch hier so leicht von außen sieht. Und du hast hier oben nochmal den Passagierschutz. Dann hast du hier die höhere Kopfschütze. Also mehr Schutz rund um die Box für die kostbarste Fracht gibt es nicht. Das ist natürlich schon sehr edel, sieht toll aus, fährt sich bestimmt auch gut. Ist jetzt hier in der Variante nicht voll gefedert, sondern nur vorne gefedert, aber... Auch das Packster gibt es mit einer Vollfederung, haben wir jetzt heute hier auf der Messe nicht bei. Okay, ist natürlich auch gut. Damit hast du den absoluten Luxusliner, weil das ist natürlich eine Komfortsenfte par excellence. Interessant ist, das Packster beginnt
in der Family-Ausstattung bei 7.199 Euro und geht je nach Ausstattung, was wir dazu packen wollen, hier in der Ausstattung mit der Automatik, liegt dann bei 8.500 Euro. Okay, aber das dann eben ist für, schon wirklich für Komfort, Vario, ja, absolut Automatik. Genau. Jetzt vielleicht noch, um die Story zu komplettieren, was habt ihr noch im Programm? Zwei fehlen nämlich eigentlich gerade jetzt. Die sind leider gerade auf Testfahrt, das ist unser bekanntes Load. Ja. Wird vielen deiner Zuschauer bestimmt schon bekannt sein, ansonsten blendest du noch mal kurz ein. Ich blende es einfach mal ein. Das schmalere, vollgefederte Cargo-Bike, das es schon lange bei uns im Sortiment gibt, in der 60er und der 70er, 75er Variante. Und was auch noch unterwegs ist gerade, ist das Multicharger. Der Vorgänger vom Multitinker, was eben höher ist, was größere Laufräder hat, vielleicht für die längeren Distanzen dann das interessantere Longtail-Bike ist. Super, alles klar, Ralf. Ich danke dir mal wieder. Ralf, ich danke dir für deinen Besuch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Servus, ciao. Ciao. Ja, und HNF, Nikolai ist natürlich auch dabei und ihr kennt ihn natürlich eh schon alle. Wer meinen Kanal regelmäßig guckt, kennt ihn. Hallo. Florin. Servus, Florin. Juhu, ich bin da. Da sind wir wieder und wir und haben unser Lastenrad hier, ist da. Ist es nämlich, das Lastenrad. Genau, CD2 wir haben es Cargo angekündigt. Und zwar ist es hier das Lastenrad von HNF Nikolai. Jetzt darfst du vorstellen. Juhu! Also grüßt euch, liebe E-Bike-Gemeinde. Und zwar ist es jetzt endlich soweit. Es ist geboren, das CD2. Und zwar, ich habe es jetzt mal zurückgezogen und ich mache mal die Neigetechnik rein. Aha, weil das ist eigentlich ja das Schmankerl, von dem ich letztes Mal schon geschwärmt habe. Hier unten aus Gusseisen praktisch wirklich eine patentierte Neigetechnik. Hier sind die Akkus drin, zwei Akkus, beziehungsweise einer serienmäßig, ein 750er, abschließbar. Genauso abschließbar ist hier dieses schöne Fach. Das ist praktisch von Kasten Wasser, von Kasten Bier. Schön groß eigentlich, ne? Ja, also ein Kasten soll reinpassen. Okay, das war so die Idee. Und ja, hier für die vier Kinder. Krass, so viel Platz ist da drin. Genau, also praktisch drei, vier. Jawohl. Genau, und was wichtig ist natürlich die Fußraste. Aha. Also du hast hier eine Fußraste, um das Ganze wieder zu arretieren. Ne? So, und jetzt kann ich praktisch gemütlich einsteigen und es kippt nicht um dabei. Genau, also für die Kinder ist es so gedacht, die haben hier so eine Stufe an der Seite. Aha. Da können die drüber kraxeln. Naja, hier ist ja auch so ein kleines Loch, da kannst du im Prinzip auch hier so deinen Fuß dann reinmachen. Und das Schöne ist, also du hast hier den wie so einen Überrollbügel oder einen Bügel, weil ich habe es vorhin, habe ich auch mal ein kurzes Video schon gemacht, da habe ich gemerkt, dass wir hauptsächlich um Sicherheit sich das Ganze gedreht hat. Eigentlich Sicherheit, 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 Sicherheit. Ja. Das war in der Konzeption praktisch für die Box das Entscheidende vorne. Also du hast praktisch keine Tür an der Seite, dass man sich eben nicht einzwicken kann. Du hast EPP Rotor Molding Schaum, dass du eine schöne Knautschzone hast und dass die Kinder praktisch ja, da schön geschützt sind. Und vorne hast du halt im Gegensatz zu eigentlich fast allen anderen Lastenrädern wirklich einen halben Meter Knautschzone, okay. Weil da die Box eben sich befindet und auch die Neigetechnik. Und hast die Kinder natürlich immer in Sichtweite. Und das ist natürlich schon ein cooler Sicherheitsaspekt. Ne? Und ein Dach gibt es aber auch noch? Ein Dach gibt es auch noch, da sind schon die Vorrichtungen, das kann man dann einstecken. Ich komme vielleicht da auch noch mal mit ein paar Infos nach, ja. Weil nicht nur das Dach fehlt gerade, sondern hier sind einfach noch so ein paar kleine Sitzpolsterchen, was noch nachgeliefert wird. Also heute ist wirklich der erste Tag, wo das Ding überhaupt live gezeigt wird. Also hier Cargo Line, Bosch Motor natürlich, dann hast du gesagt Riemen und Enviolo. Eklar bei euch so, alles vom Feinsten? Genau, die Enviolo, das ist die Heavy Duty Narbe, das ist auch nochmal eine Spezialnarbe, genauso wie der Bosch Motor, das ist der Cargo Motor. Also da haben auch die Hersteller bzw. die Entwickler wirklich jetzt das Augenmerk noch mal auf Cargo gelegt. Die sind alle noch mal wirklich ausgelastet für diesen hohen Lastentransport. Also man muss sich vorstellen, 285 Kilo werden da bewegt. Oh ja, echt? Insgesamt praktisch Gesamtlast minus 65 Kilo Bike.
ergibt 220 Kilo reine Zuladung, was schon natürlich einiges ist. Und dementsprechend wüsste ich jetzt auch keinen anderen Cargo-Hersteller, der so viel Zuladung ermöglicht. Ihr habt ja auch wirklich Platz für 4 Kinder. Die meisten haben eher Platz für 2 Kinder. Das ist natürlich schon nochmal eine andere Liga. Die Abmessungen vielleicht auch nochmal nicht unentscheidend. Das ist schwer auf den Videos zu erkennen. Also 78 cm ist es breit. Okay. Das heißt, zu jedem Hauseingang, durch jede Tür kriegt man das durch. Schmal. Und 2,52 Meter ist das Ding lang. Lang ist es schon, das muss man sagen. Aber dafür habt ihr auch eine Knautschzone mit dabei. Und beim Fahren merkt man das ja nicht. Kann ja ruhig lang sein, ne? Stört ja. Ja, lang stört eigentlich weniger, nur breit. Weil die Radwege sind ja auch nicht immer so breit. Dementsprechend kann man sich da wirklich schön durchschlängeln, halt hauptsächlich mit der Neigetechnik eben. Und jetzt sieht man noch mal hier an der Seite, da bist du gerade vorne. Wenn ich hier so mich in die Kurve lehne, jetzt kann man das noch mal sehen, dann sieht man einfach noch mal von oben schön rein. Ja. Und dann, wenn ich lehne es jetzt mal in deine Richtung. Und dann siehst du, wie das wirklich ausgenutzt wird, der komplette Raum, bis knapp unter die Schutzbleche. Ne? Aber wenn ihr es reinlenkst, also es geht tatsächlich hier. Ne? Nicht den Finger. Aber es ist wirklich genau, hier ist es auch arretiert, also es kann auch nicht umfallen. Also die Kinder fallen da auch nicht um. Wahnsinn, echt. Ingenieurskunst. Das ist wirklich Ingenieurskunst. Also das ist schon ich bin wirklich extrem begeistert. Ja, ich auch. Schade, dass keiner von den Jungs aus der Produktion dabei ist, weil die haben sich wirklich ein dickes Lob verdient. Ja, also gefällt mir sehr gut. Ich bin noch mal da, vielleicht kann ich noch eine Probefahrt machen. Aber erstmal, Florin, vielen Dank dafür. Fährst du die ganze Strecke, die 5 Kilometer? Ja. Logisch. Natürlich. Genau, Kostenpunkt war? Also 8,495 mit Box, 7,995 ohne Box und dann 8,995 mit Enviolo Automatik. Also es gibt praktisch drei Versionen. No? Sehr cool, Enviolo also Automatik. Die gängigste Version, denke ich, ist einfach so, wie es eben jetzt gerade hier ist. Hier ist praktisch die normale Enviolo zum selber drehen und dann gibt es noch die Automatik, wo ihr dann gar nicht mehr schalten müsst. Das ist natürlich dann noch edler. Also Bremslicht ist auch Serie Busch und Müller, Ragtime-Gepäckträger sowieso. Aha. Und auch ein gleichschließendes Abus-Schloss, so ein Shield, so ein Brötchenschloss, wie man so schön sagt. Hilft ja eigentlich, ne? Genau, so, also schnell wegheben ist nicht. Ja. Aber wir empfehlen natürlich trotzdem noch mal eine dicke für Kette noch mal. Standzeiten würde ich schon auch richtig abschließen. Genau, richtig, ja. Super, alles klar. Florin, besten Dank, cooles Teil. Hey, gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du da warst. Jo, servus. Ciao. Schau mal, so einfach geht es. Also jetzt habe ich aber die Neigetechnik noch ausgeschaltet, ne? Und wenn ich die jetzt einschalte, da muss man natürlich drauf gepasst sein. Ich muss noch ein bisschen üben, dann geht es. Aber ich mache mal eine richtige Runde und dann zeige ich euch das mal, wie es funktioniert. Und ihr seht, das funktioniert wunderbar. Auch wenn man langsam fährt, kann man das gut handeln. Easy peasy. Also geht doch das Ding hier. Hä? Läuft doch. Zack. Super einfach. Ich habe 10 Sekunden gebraucht zum Lernen. Aber jetzt die Fußraste. So geht es. Hä? Sehr cool. Ja, jetzt sind wir hier an dem Stand von Munich's Finest Bicycles. Da gibt es natürlich so die ganz besonderen, schönen Fahrräder. Und hier ist der Bas. Und der Bas kann uns mal was erzählen. Servus, Bas. Hi, grüß dich, Ralf. Über die Lastenräder, die ihr im Programm habt. Ja, wir haben verschiedene Marken, verschiedene Systeme, verschiedene Zuladungen, verschiedene Motoren. Also alles ist verschieden. Und wir haben für jede was dabei. Also wir können mal gemeinsam gehen wir durch, oder? Da sehen wir schon eine ganze Reihe. Hier geht's los mit Trio-Bike. Hier haben wir einen Trio-Bike Boxster. Okay, das ist ein Dreirad, kann man sagen. Genau, zweispurig sozusagen. Ja. Ja. Mit Riemen. Riemenantrieb. Enviolo. Enviolo-Nabe. Brose-Motor mit 90 Newtonmeter, also einer der stärksten Motoren auf dem Markt. Oh ja, genau. Und man kann da 4 Kinder einpacken, wenn man möchte. Also das große sozusagen. Ja, genau. Hier gibt es auch noch ein kleineres. Es ist ausgerichtet für 2, es ist ja nur eine Bank drin. Genau, man kann optional noch den zweiten Bank und dann können wir ja 4 Kinder kannst du transportieren. Wow, riesig, okay. Ja, ist ein großes Teil. Genau, und von der Lenkung her ist es so wie Christiania, oder? So dieser Style, oder?
Ja, genau. Ja, der Box, bewegt sich der Box dreht die ganze mit Box. Allen, mit Kinder und allem dreht das, genau. Dreht das mit. Okay, so. Gut. Alles klar, verstanden? Das haben ja, wir. Also der größte Packmaß. Okay, ganz kurz vom Preis ungefähr. Ja, roundabout 6.000 Euro, 6.000, 7.000 Euro mit ein bisschen Ausstattung. Okay, dann gehen wir gleich weiter. Genau. Dann haben wir hier die Marke Unit. Ist das wieder ganz was anderes. Aha, Unit. Ist super wendig. Okay. Shimano-Antrieb, Riemenantrieb und ein 5-Gang-Nexus Shimano-Schaltung. Aha. Was ganz, schön, was, schön klein. Aber was Besonderes an dem Rad, es hat ja einen Lenkungsdämpfer, der auch richtig gut funktioniert. Schau, die ist da unten, ja, das schicke Teil da. Ja. Und da, das kannst du auch einstellen, kannst du, dass die Lenkbewegung gedämpft wird oder mehr oder weniger gedämpft wird. Ah, okay. Also es bringt wirklich Fahrstabilität drin. Durch das kleine Vorderrad ist das schon ein bisschen zappelig. Ja. Und durch den Lenkungsdämpfer bist du ruhiger unterwegs. Kann man aber auch irgendwie ausstatten für Kindersitz oder ist es ja, mehr für kann Cargo? Man auch, kann man auch Kindersitz haben, kann man ein Regenverdeck haben, komplett, ah ja, komplette Ausstattung. Okay, alles klar. Daneben steht dann gleich das Muli, das ist eigentlich vergleichbar. Das Muli, von, okay. Auch den gleichen Antrieb, Shimano-Antrieb und die 5-Gang-Nexus-Schaltung. Und es hat eine elektronische Schaltung. Du kannst auch auf Automatik schalten, dann schaltet das Teil automatisch. Also hast einen Anfahrgang, aber du schaltest, möchtest mit dem zweiten Gang immer losfahren, das speichert er dann und dann geht es immer in den zweiten Gang los, wenn du zum Stoppen kommst. Ah, das ist cool, ja. Mhm. Sehr schön. Ja. Wie bei einer Roloff, ne? Da gibt es auch. Gibt es auch, ja. Bei Roloff gibt es auch. Sehr schön. Dann haben wir der Urban Arrow, das Urban kommt aus Amsterdam. Das ist eigentlich unser meistverkauftes Lastenrad. Ja, das sieht man auch viel in München. Ja, das sieht man sehr viel in München. Sehr viel in München, ja. Okay, hier, genau. Das hat jetzt den Bosch-Antrieb mit Riemenantrieb und Enviolo-Schaltung. Ja, tolle Kombination. Ja, sehr gut. Also 85 Newtonmeter, das heißt, ich habe sehr viel Kraft in den Motor. Also schiebt sehr gut nach vorne. Ja. Genau, von der Lenkung her sehen wir, wenn man da das ist, hat eine Lenkestänge. Lenkestänge, das ja, heißt, das hier ist ein, ja. Genau. Genau. Ja, okay, vom Wendekreis. Ja, ist natürlich akzeptabel, sagen wir so. Akzeptabel, genau. Ist natürlich schon lang, ja. Aber fährt sich halt wie ein Fahrrad und ist eben einspurig. Auch da ist eine zweite Sitzbank möglich, da kannst du dann mit drei Kindern fahren. Und natürlich auch Regenverdeck ist auch möglich. Und eine Maxi-Cosi-Halterung habe ich auch. Ja, und das ist natürlich auch sehr stabil. Ne? Also das sehr gut gemacht. Und die Wanne ist auch wärmeisolierend. Und natürlich auch, wenn es mal zum Crash kommt, ja, genau, ist das ist nicht, schon ein Thema. Stoßt man sich nicht hart an. Ne? Ja, okay. So, gut, dann haben wir hier Lovins. Das ist auch eine niederländische Marke. Ist jetzt ungefähr seit 2 Jahren auf dem Markt. Mhm. Und der hat eine Seilzuglenkung. Das ist eigentlich der große Unterschied. Ah, okay. Von Motoren und Schaltung gleich, kann man gleich haben, sagen wir so. Es gibt 3 Motoren und es gibt bei Urban Aero auch und 3 Stärken. Ah ja, okay. Seilzuglenkung. Dann haben wir hier gesagt, hier Bosch-System mit dran. Was hier cool ist, was Urban Aero leider nicht hat, ist hier die verstellbare Lenkung. Also man kann hier aufmachen, dann kann ich in die Höhe variieren. Das ist natürlich cool. Das ist richtig cool, ja. Sehr schön. Gut, dann haben wir hier Cargo. Das ist auch sehr, sehr gut. Das ist vielleicht vom Qualität her das beste Lastenrad, was wir haben. Auch das teuerste. Und auch ungefähr wo? Ja, so 9.000 mit Ausstattung. Ausstattung natürlich, genau. Das ist ein bisschen teurer. Auch Seilzuglenkung, 4 Kolbenbremsen, sehr gutes Licht drauf. Supernova-Licht, genau. Genau, Supernova M99 jetzt Mini. Jetzt müssen wir es ja mal kurz zeigen. Du hast vorhin schon gesagt, der hat einen extrem kleinen Wendekreis. Schau her. Jetzt schau mal her, wie man hier das... Oh, das ist ja Wahnsinn, ne? Ja, das ist Wahnsinn. Also da kannst du ja wirklich seitwärts schon fast fahren. Ja. Das ist natürlich schon cool. Ja, das hat kein anderer so gut. Also genau, also vom Wendekreis ist das hier, obwohl es relativ lang ist, genauso lang wie die anderen Long Johns, ist es ist hier gut. Im Prinzip vom Wendekreis. Kopfstütze ist auch schön gemacht. Ja. Sicherheit spielt ja auch eine große Rolle. Ja, sehr große Rolle bei dem Rad, ja. Okay. Und beide haben eine Federgabel. Das hat leider Urban Aero nicht. Ah, okay, aber das wird vielleicht in der Zukunft bei Urban Aero auch kommen. Ist schon ein bisschen angenehmer mit Federgabel. Ja, das merkt man schon deutlich beim Fahren, ja. Sehr schön. Was? Vielen Dank. Also ihr habt sehr tolle Fahrräder. Schön, dass du da warst. Bei euch gibt es an 4 Läden inzwischen in München, oder? 7. Ach, 7 Standorte, ja. Was? 4 Stück in der Wörthstraße, 1 in der Leopoldstraße, 2 Stück in Pasing. Beckerstraße und Landwegerstraße. Und es gibt natürlich nicht nur Lastenräder, sondern auch noch andere richtig coole Bikes. Dementsprechend schaut mal vorbei.
Alles klar. Vielen Dank. Mach's Danke. Gut. Ciao. Bye, bye. Ja, wen haben wir denn hier? Max und Melion. Und hier ist der Emanuel. Grüß dich, Emanuel. Hallo, Ralf. Servus. Du kannst uns mal was über eure Cargo-Bikes erzählen. Ja, genau. Wir bauen Lastenräder, und zwar Lastenräder, wo man jeden mitnehmen kann. Aha, das schauen wir doch mal genau. So, also. Der Trick hier ist, dass man nicht nur Kinder und Hunde mitnehmen kann, die auch, aber man kann vor allem einen Erwachsenen hier drauf packen, bis 100 Kilo Zuladung gehen. Das heißt, ein Erwachsener und ein Kind, kein Problem, geht sogar mit Dreipunktgurt, wenn man will. Und, aber der Trick ist, dass es wie beim Auto halt einfach wirklich Ach, da gibt's so einen Kofferraum sozusagen, genau, oder? Genau, abschließbar. Okay, cool. Und wer dann mal mehr mitnehmen will, packt da mal richtig viel rein. Hat auch Zugpunkte unten in allen Ecken, sodass man wirklich auch Getränkekisten festmachen kann. Ja, und voll der Lowrider, Tiefeinsteiger halt, ne? Also genau. Ihr seid ganz unten unterwegs, was genau. Vom Schwerpunkt natürlich super ist. Genau, es gibt sogar super. Für den inklusiven Bereich kann man die Bleche, also dieses Blech hier weg, und dann kann man wirklich von der Gehsteigkante ebenerdig einsteigen. Also auch das ist möglich. Okay, und von der Lenkung, was haben wir für eine Lenkung? Die Lenkung, Moment, ich stelle das hier nochmal kurz rein. Also wir sehen es ja hier hinten schon, so ein bisschen mit Neigung ist es ja, ne? Leichte Neigung sieht man hier an dem, aber jetzt kann man da nochmal gucken, ich gehe nochmal gerade nach vorne, dann sieht man es auch ganz gut. Also mit Neigetechnik. Steht fest, und wenn man die Neigung aufmacht, und dann geht es schön in die Kurve mit rein, genau. Ja, dementsprechend wahrscheinlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig zum Fahren am Anfang, aber nach 2 Tagen hast du es eigentlich drin. Genau, die Hauptschwierigkeit ist eigentlich hauptsächlich das höhere Gewicht, was ich halt einfach handeln muss. Ist so ein bisschen wie ein schweres Motorrad. Aber wie gesagt, ein paar hundert Meter, dann fährt man damit eigentlich auch ganz flüssig. Genau, dann ganz edle Komponenten hier hinten. Eine Rohloff-Schaltung mit dran. Motor, hattest du gesagt? ZF-Antrieb, 112 Newtonmeter Drehmoment, 800 Wattstunden Batterie. Boah, eine riesen Batterie, echt. Genau. Wahnsinn, okay. Und dann haben wir gesagt, Kette. Hier aber eine Spezialkette. Genau, verstärkte Connex E-Bike-Kette mit Schutz drüber. Hält ein paar tausend Kilometer, kein Problem. Und okay. Ist auch noch made in Germany. Super, dann noch Spezialbremsen. Genau, Fahrwerkerbremsen ist aktuell das stärkste System, was es wirklich am Markt gibt. Ist halt einfach darauf ausgelegt, wirklich schwere Cargo-Bikes auch über lange Strecken den Berg runter zu bremsen. Ich meine, der große Ausgleichsbehälter zeigt es, aber vor allem, wenn man hier vorne mal reinschaut, so, ja, das gut, ist das halt wirklich super solide, ja. Und die überhitzen halt nicht. Das ist halt bei vielen anderen normalen Bremssystemen ist es halt echt ein Problem, dass die überhitzen auf längeren Bergabstrecken. Ja, und das ist halt hier nicht der Fall. Standzeit 4-mal so lang, die Bremsbeläge, wie eine normale Bremse. Von daher, hier ist auch noch eine Federung drin. Genau, warte. Ich mach dir mal auf, dass du reinfilmen kannst. Das ist vielleicht einzige Cargo-Bike mit Motorhaube. Aha, das ist ja auch cool, okay. Ah, genau, da haben wir hier noch Busch und Müller. Genau, die meisten Komponenten, die bei uns am Rad verbaut sind, sieht man auch ziemlich auffällig, sind made in Germany. Also die Busch und Müller Lichter werden in Deutschland hergestellt, ja. Die Bremsen in Deutschland, ja. Die Rohlaufnahme fast komplett oder ja auch komplett, ja. In Deutschland. Ja. Ja. Der Antrieb kommt aus Europa, die Rahmen aus Stuttgart. Das ist wirklich alles möglichst lokal, sollen die Komponenten und Dinge entstehen. Weil wir haben mal da wirklich die Bilanz aufgemacht, und würden wir allein nur die Stahlteile in Taiwan machen lassen, wären die Emissionen genauso hoch wie für die Herstellung der Batterie. Und das ist für uns ein echtes Argument, weil ich meine, 80% der Emissionen beim Bike fallen halt vor dem ersten Kilometer an. Ja, und deswegen ist es uns einfach wichtig. Und Lieferzeiten war letztes Jahr halt, wir hatten keine Probleme. Ja, okay, sehr gut. Dann schauen wir hier noch kurz rein. Genau. Das ist halt wirklich feinste Fahrwerkstechnik. Aha, krass. Der Kollege, der jetzt gerade weg ist, naja, der hat davor Rennsportfahrwerke gebaut. Da müssen wir, glaube ich, ein extra Video mal noch zu machen. Ja. Sieht sehr, sehr kompliziert aus, sehr komplex aus, aber absolut wertig. Genau, den Sattel kann man noch leicht verstellen, haben wir gerade gesehen. Dann gibt es hier noch einen USB-Port sozusagen, genau. Zum Laden. Hier ist die Steuerung, hier kannst du wahrscheinlich dann... Genau, wenn du hier drückst, wirst du dann auf. Kannst du den Neigemechanismus deaktivieren. Genau. Ja, super.
Und jetzt noch ganz kurz der Preis. Der Preis geht bei 8.400 Euro los. Bei okay. dem und es gibt verschiedene Modelle noch. Genau, das hier kann bis 110 Kilo zuladen. Ja. Ist ziemlich toll auch für Handwerk und Hunde. Da gibt es auch noch Seitenplan. Ja. Das liegt dann nur bei 6.600 Euro. Alles klar. Danke dir. Super, danke schön. Ja, wir sind jetzt hier bei Babu und hier ist der Paul. Hallo. Hallo Paul, grüß dich. Servus. Magst du uns mal vorstellen, was ihr hier an Lastenrädern, Cargo-Bikes im Portfolio habt? Wir haben fast das komplette Portfolio mitgenommen aus den Niederlanden. Wir haben die zwei Räder, also die einspurige Fahrräder. Wir haben die dreispurige, Räder. Wir haben... Fast alle sind elektrisch. Heutzutage gibt es fast nur elektrische Fahrräder, die verkauft werden. Okay. Wir haben noch welche im Programm, nicht elektrisch, aber die werden fast nicht mehr verkauft. Ja, ich muss ja sagen, gerade bei einem Lastenrad macht also elektrisch auch wirklich Sinn, weil da ist das Gewicht ja auch relativ hoch, ja. was dann im Kasten mitfährt und dementsprechend, denke ich, macht es da auf jeden Fall Sinn. Wir können ja jetzt mal schauen. Fangen wir einfach mal hier an. Also einspurig haben wir da. Ja, also das Fahrrad hier, das heißt Babu City. Das ist eine Mountain-Version, damit es das Yamaha Mittelmotor hat. Also okay. das geht wirklich dran. Also das lässt sich sehr einfach fahren. Und es hat für zwei Kinder den Bank, also zwei Sitze. Wir hatten noch die Möglichkeit, ein zweites Sitz dazu zu bauen, aber für die meisten Leute reicht das. Mhm. Mittelstandard, es ist ein bisschen witzig am Anfang, weil man muss steuern mit diesem Steuergerät. Das ist so lang, aber das Gleichgewicht, wenn man normal Fahrradfahrer ist, dann innerhalb von 5 Minuten bist du daran gewöhnt. Okay, dann haben wir hier das Daneben, nächste. Daneben, da gibt es das Babu Flow. Das Babu Flow ist eine Durchentwicklung des Babu Carves, das wir 2017 introduziert haben. Und das war eigentlich ein Neigerad. Das steht einige Fahrräder weiter. Aha. Aber das Neigerad, ja, das ist ein bisschen witzig, weil man muss sich sehr daran gewöhnen. Und es gab viele Leute, die das Fahrrad auch wie eine, ja, sagen wir mal, Niola benutzen möchten. Also gerade, ohne die Neigetechnik und dann mit das Ackermann-Prinzip wie ein Wagen, also nicht Backsteuerung wie das Fahrrad hier ja. sondern die Räder. Ja, sagen wir nochmal, genau hier. Für die Geschwindigkeit in der Kurve muss man darauf beachten, dass man nicht zu schnell fährt. So, genau, so dreht sich das hier Ball. Ist ausgerüstet worden mit einem Heckmotor, also ein bisschen billiger Technik, aber trotzdem mit alle Zeile und so weiter kommt man in eine knappe 5.500 Euro. Ja. Oh, das ist doch auch preiswert. Ja, aber ja, für heutzutage, also es ist ein Qualitätsprodukt und Babu von Anfang an war immer eine Marke, damit man, also jeder kann es fast zahlen. Ne? Okay. Es gibt. Gut, dann kommen wir noch zu dem nächsten. Also, hier siehst du das Babu Dog. Und das Babu Dog ist eigentlich ein... Ach so, eigentlich für Hunde gedacht, oder? Ja, für Hunde. Das genau, hier. Das ist eine Klappe, da kann man zumachen. Den Hund kann rein. Okay. Das ist eigentlich durchentwickelt unter Basis war der Babu Big. Und der Babu Big ist schon seit 2005 da. Da haben wir innerhalb von... Ja, die ganze Zeit, das gibt es Zehntausenden. Ja, das ist auch dieses typische Christiania, ne? Ja, genau. Christiania-Lenksystem, wo im Prinzip hier... Also hier, Kasten, der ist an der Parkbremse, also man muss die Parkbremse... So, so, genau, dann so und lenkt es. Das Hintergestell, das lenkt sich ein bisschen, weil am Drehpunkt, das ist in eine Ecke geschweißt worden, damit man in die Kurve fährt und dann ein bisschen neigt. Also das auch ein bisschen witzig, aber... Wie ich schon sagte, wenn man ein bisschen sich daran gewöhnt, innerhalb von einem Tag, also dann nimmst du die geht Kinder auch, mit, ne? geht ja, schon. Ja, denke ich auch. Man gewöhnt sich immer relativ schnell dran, finde ich. Ja. Und das hier ist natürlich ein Fahrrad, da kann man nicht mit umkippen. Das kann sein, wenn du zu schnell fährst und dann sehr dynamisch in die Kurve geht. Ja, okay, das vielleicht schon. Aber wenn man jetzt gemütlich fährt und gerade an der Ampel steht, dann fällt man nicht um. Man braucht kein Gleichgewicht zu haben während der Fahrt. Es ist gemütlich. Das ist jetzt bei einem Einspurigen natürlich anders. Da muss man dann schon den Fuß runtersetzen an der Ampel. Ja. Hier jetzt hier zum Beispiel nicht. Da auch nicht. Das war Babu Curve. Das siehst du hier mit einem schwarzen Bug. Das ist ein Accessoire. Also normalerweise wird das Holz sein wie das hier. Ja. Eigentlich auch ein Babu Curve,
aber dann mit Tür, ein bisschen ähnlich wie die Rampe. Ah, okay. Für Hunde oder Familie, ein Kind mit ein Hund und so weiter. Ja. Auch Backsteuerung. Also auch Backsteuerung, Fahrrad, genau, auch wie Christiania. Lass ich auch so fahren. Ja. Dies hier, also hier hat man bei dem Babu Dog, hat man Heckantrieb, also eine knappe 3000 Euro, ein bisschen Einsteigerpreis. Es ist natürlich eine Menge Geld, aber für ein Elektro-Lastenfahrrad ist geht es noch. Immer noch günstig. Ja. Das Babu Curve mit Yamaha-Antrieb wieder. Aha. Ja, das ist eine andere Welt. Das ist Mittelmotor und was für eine Schaltung? Enviolo. Enviolo auch noch. Also, siehst du, okay, das sieht man ja hier. Hast du überhaupt kein Problem damit. Da Wartungskosten sind natürlich nicht so dran. Und was haben wir noch? Ah ja, okay, mit Kette, aber... Mit Kette, ja. Meiner Meinung nach gibt es auch viele Probleme mit Gates-Systemen, weil die Rahmen sollten wirklich... Sehr genau sein. Genau sein. Und wir haben das, zeige ich dir später, mit Cargon. Ja. Und ja, das ist wirklich eine andere Preisklasse. Okay, dann gehen wir noch schnell weiter. Okay, Babu Curve mit Tür heißt Babu Go. Gleich als das, was Sie gerade gesehen haben. Genau, Ralf. Auch wieder mit Enviolo. Ja. Ja, sehr schön. Yamaha-Motor, was ist das für einer? Wie heißt der EP? Nee. Wie heißt der Motor von Yamaha? Yamaha. Ja, okay. Egal. Also, Modell, also das Cargo-Line-Modell sozusagen von Yamaha. Ja, ich zeig dir was. Hier ist das Babu Carve. Und das hier ist das, was ich alles Neigerad. Ah, jetzt kommt das Neigerad, so. Das ist ähnlich, siehst du, wie den Babu Flow, aber hier neigt es. Also man hat diese Steuerung. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftiger zum Fahren wahrscheinlich, oder? Das ist eine Nische. Also wenn man wirklich etwas Vernünftiges, etwas, ja, was man nicht so viel sieht, dann ist es das. Also Neigerad. Aber man kann dafür hiermit ein bisschen schneller in die Kurve fahren. Ja, es ist in between, also zwischen Single Line und ja, so. Genau. Genau. Ja. Okay, ja. Aber natürlich mit aller Technik, die daran ist, teurer. Ne? Ja, natürlich. Ja. Ja. Also auch mit Yamaha-Unterstützung. Ja, auch cool. Okay. Scheibenbremse vorne, hinten, das ist schon Standard zu heutzutage. Carve heißt der, genau. Carve, wie Carving Skier. Wie man, das ist genau, weil wir haben das damalige Zeit entwickelt und wir fahren fast alle Ski. Und dann haben wir gesagt, hey, Carve, ist das ist ein toller Name. Wie das Carving, ist, ja, genau. Okay, cool, sehr schön. Ja. Jetzt haben wir gesehen, Cargun gehört auch noch dazu. Cargun, ne? Gehört auch innerhalb der Babu Philosophy Familie und Cargun war wirklich eine Antwort von Axel an der Seite von Riesemüller, Urban Arrow. Das war gerade die Premium-Marke der Benchmark für ein einspuriges Zweirad. Also was soll alles dran sein? Okay, dann schauen Federung. Wir mal. Da gibt es aber nur drei Modelle, oder? Mehrere Rahmenfarben. Es gibt das klassische Modell und wir haben also diese mit EPP. Ja, und ich habe es hier auf dem Flyer habe ich ganz kurz gesehen, da ist Classic. Steht Classic hier. Und Cruise. Und dann hat man noch das Flatbed für, gewerbliche, für das gewerbliche Nutzungsbereich. Okay. Es hat sich angefangen mit dies her, der Classic. Und was wirklich geil war, damalige Zeit waren wir der Erste, der hat so eine Tür gehabt. Ah, auch schick. Für ein einspuriges Zweirad ist es, ja, das hat keiner. Ja, schon war auch wirklich schwer zu entwickeln. Okay, und dann haben wir hier auch Shimano-Motor. Ah, ne, Bosch. Ah, Bosch. Okay. Bosch-Motor. Dies hier hat Umwerfer. Muss man natürlich während der Fahrt, wenn man schaltet, hier, schau mal, da sind wir sogar mit Enviolo und Enviolo, Riemen unterwegs. Da braucht man überhaupt nicht zu denken. Ja. Und dann mit Carbon Drive von Gates. Aber Enviolo Automatik habt ihr nicht, oder? Nee. Noch nicht. Haben wir gedacht, das war kurz im Programm, ich denke, aber da braucht man überhaupt nicht. Aber hier sind wir natürlich in einer anderen Preisklasse unterwegs, Premium-Preisklasse, aber dementsprechend... Etwas mehr, wir haben es gerade eh schon gesehen. 1100 ungefähr. Genau. Auf 6100. War es drauf. Super. Ja, dann besten Dank für die Vorstellung. Sehr spannend. Also komplettes Line-up mit dabei. Und euch gibt es schon, Babu gibt es schon seit
2005 sind zwei, also ihr seid sehr, zwei sehr Familien lange schon sind damit angefangen und ja. Wir sind, ja, wir sind überall. Über 30 Jahre, auf 30 Länder sind wir verfügbar. Okay, super. Alles klar. Dankeschön. Ja, danke, Ralf. Ja, ciao. Tschüss. Tschüss. Jetzt sind wir hier beim Cube-Stand und was sehen wir da? Da gibt es ja auch ein Cargo-Bike. Und hier ist der Matze, Produktmanager bei Cube. Hi, Matze. Servus. Grüß dich. Magst du uns mal was über euer Cargo-Bike erzählen? Sicher doch. Wir haben damals gestartet mit unserem Cargo Hybrid. Das gibt es schon eine ganze Zeit. Okay. Das gibt es deshalb auch noch nicht mit dem neuen Smart-System. Aha. Aber bei dem Rad bieten wir immer zwei Varianten an. Wir bieten einmal hier das normale Cargo mit Nabenschaltung. Aber sogar in Viola, das ist natürlich immer schön, ja. Genau. Wir haben aber auch Sportmodelle. Sportmodelle habt ihr auch noch, okay. Das heißt, der Unterschied ist, das sind dann Kettenschaltungsräder. Ah ja. Aha. Hier jetzt zu sehen, das ist auch wieder was. Wir haben hier noch Dual Battery von Bosch. Wir bieten sie aber auch mit einfacher 500 Wattstunden Batterie an. Okay, super. Und einspurig sozusagen, das heißt, die Lenkung ist hier vorne. Fährt sich im Prinzip wie ein normales Fahrrad. Bisschen schwerer vielleicht, aber ansonsten. Genau. Mit 200 Liter Fassungsvermögen, 60 Kilogramm Maximalbeladung und viel Zubehör. Also wir haben, es gibt eine Kinderbank, Regenverdeck. Wir bieten normale Regenabdeckungen an, nur für die Last. Aber auch sollte eine Kinderbank drinnen sein, gibt es auch nochmal ein Verdeck, um. Und sogar mit Federung vorne, das heißt, die Kinder sind auch noch gefedert unterwegs. Das ist natürlich auch. Genau, die Ladefläche ist gefedert dadurch. Okay. Und immer voll ausgestattet mit Licht, mit Schutzblech. Wir haben sogar die Möglichkeit, hinten einen Gepäckträger zu verbauen. Super. Und jetzt habe ich gesehen, ihr habt auch noch was Neues im Programm. Wollen wir uns das noch anschauen? Genau, sicher. Gerne. Und zwar hier. Das ist unser neues Trike Hybrid. Hier aktuell in der Family-Version. Das wird jetzt auch derzeit ausgeliefert. Hier auch mit Kindersitzen, wieder 60 Kilogramm Beladung mit verschließbarem Verdeck. Aha. Kleinen Features wie, wir haben hier, das wichtigste Element ist hier eben das Schwenkmechanismus mit zwei Kettenkreisläufen. Wir haben hier hinten wieder eine Enviolo-Schaltung. Aber da ist nochmal eine Kette. Um eben durch diese Verwindung, um die von der Kette zu nehmen, haben wir hier hinten so ein Gleichlaufgelenk. Sehr interessant, krass. Genau. Und natürlich Bosch Cargo Line. Dann habt ihr hier auch das smarte System verbaut. Genau, hier bei diesem Rad schon hier das smarte 200. System. Hier mit Parkbremse. Parkbremse mit dran. Um das Rad gegen Wegfahren zu versichern. Hier eine ordentliche Federung vorne noch mit dran. Genau. Hier ist noch ein Staufach, abschließbar. Aha, hier ist kein Akku drin. Witzig. Die Akkus befinden sich hier unter der Ladefläche. Aha, das kann man aufmachen. Genau. Hm, geht jetzt irgendwie, oder? Wie geht das? Team, hier. Aufmachen, dann sind sie entnehmbar. Super, ja. Cool, das ist natürlich super. Das heißt, hier hast du noch einen kleinen Kofferraum noch zusätzlich. Noch abschließbar für Schlüssel und Handy, was weiß ich, Geldbeutel. Genau. Wie es okay, einfach. Richtig schick. Hinten noch mit Bremsleuchten. Dann ist noch der Kippmechanismus. Wenn man den lässt sich hier durchsichern. Ach so, jetzt kippt es nicht mehr. Genau, hier kippt es nicht mehr. Man hat aber auch alternativ natürlich den Ständer. Das wäre die eine Variante. Ja, die Family-Variante sozusagen. Und jetzt gibt es noch die ganz andere cool ist noch Variante. Die Cargo-Variante. Die Cargo-Variante. Hier haben wir hier vorne auch den Headset Integrated Carrier. Der lässt sich immer nachrüsten. Den klemmt man einfach an den Steuersatzschalen. Ah. Eurobox-Größe. Das heißt, man kann wirklich ganz normale Euroboxen mitverladen. Wir haben aber auch Taschen dafür. Okay. Und das Verdeck hier ist dann auch aufklappbar. Also man kann es auch noch ein bisschen weiter absenken. Und natürlich auch abschließbar. Aha, das ist ja schon cool, echt. Wow, super cooles Konzept. Also ich glaube, ihr seid so die Einzigen, oder, die sowas gerade haben. Oder gibt es da noch andere? So in der Technik jetzt aktuell nicht. Das Ziel war jetzt einfach, klassisch ist ja normalerweise eben die Long John-Variante. Jetzt kann man wählen. Will man die Kinder vor sich haben im Sichtbereich oder will man sie hinter sich haben, sollte man in eine gefährliche Situation zu kommen, sitzt man vor den Kindern und die Kinder sind hinten dran. Dadurch fährt sich es aber auch einfach wie ein normales Rad. Die Ladefläche ist quasi nicht, man muss sie nicht selbst halten, sondern sie ist immer auf zwei Rädern selbst am Boden.
Sehr cooles Konzept. Also muss ich eigentlich unbedingt mal Probe fahren. Das immer entkoppelt. Ja, sehr gerne. Wir haben die Räder drüben stehen. Ja. Matze, vielen Dank. Bitte gerne. Die anderen Fahrräder sind auch alle super interessant, aber jetzt in dem Video konzentrieren wir uns mal auf Cargo Bikes. Aber Cube ist auf jeden Fall eine coole Marke, absolut preislich attraktiv. Letztes Jahr gab es auch schon ein Video dazu. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Servus. Bitte gerne. Ciao. Ja, jetzt sind wir hier bei Velo de Ville. Velo de Ville hat natürlich jetzt auch ein Lastenrad mit dem Programm und hier haben wir den Jürgen. Servus, Jürgen. Ja, servus. Grüß dich. Grüß dich. Und der Jürgen kann uns mal euer neues Lastenrad zeigen. Ja, wir haben hier unser neues Lastenrad von Velo de Ville. Unser Cargo FR8. Cargo FR8. Quasi Freight. Aha. Schaut schick aus, echt. Richtig. Haben wir lieferbar mit der Enviolo. Ah, das ist immer und gut. Dem Bosch CX-Motor. Okay. Cargo. Jawohl. Und gibt es auch in der Ausstattung mit dem mit der Automatik von Enviolo. Ah, Enviolo Automatik, okay. Was sehr das schön. Ganze dann noch ein bisschen komfortabler macht. Mit verstellbarem Vorbau, mit Aha. Unterschied mit dem modularen Akkusystem. Wir haben. Wo ist der Akku? Der Akku ist hier unter der Wanne Aha. abgesperrt. Hier okay. hat man die Möglichkeit. 2x500, 2x625 oder 2x750 Watt zu bekommen. Ja. Man kann auch nur 1x750 nehmen oder 1x625, geht alles. Okay, wo okay. Ah, hier ist der drin, ne? Da kann ich nein, den... hier unter der Ladeklappe. Wo komme ich ran? Drin. Hier unten drin. Ach so, das muss ich abgesperrt auch abgesperrt hier drunter. Ah, ja, ja. Mhm. Das ist dieses Gitter, das ja, quasi, wenn Wasser hier steht, dass man bei trockenen Fuß ja, drin ja. ist. Super, okay. Und unter der Klappe abgesperrt sind dann die Akkus. Okay. Sehr schön. Und dann habt ihr natürlich das smarte System mit dran hier. Smart System, genau, Bosch Smart System. Und da sind wir jetzt auch modular. Da kann man zum Beispiel bekommen, wie gesagt, einmal gibt es insgesamt die Enviolo oder Enviolo Automatik. Dann gibt es das Intuvia oder das Kiox. Jawohl. Oder den Smartphone Grip. Aha. Smartphone Grip kann ich dann wirklich mein Handy reinstecken. Wenn das Handy in der Lage ist, induktiv zu laden, kann ich hier drüber auch induktiv laden. Das Bosch Smart System, unsere ganz schicke Klingel, etwas versteckelt, ja, ja, aber cool. dass das Cockpit einfach ein bisschen ja, besser aufgeräumt ist. Aha. Ich kann winkelverstellbaren Vorbau, habe ich montiert. Ja. Und was sehr schön ist bei uns, wenn dann die Kindersitze drin sind, wenn genau. die Kindersitze drin sind, dann habe ich den Lenker und die Kabel alles schön weit weg, dass ich nicht an die Kinderköpfe rankomme. Okay, sehr schön. Das ist noch nicht der finale Kindersitz, aber so ähnlich kommt das dann für zwei Kinder. Jawohl. Und dann gibt es modular noch dazu. Es gibt es quasi als reines Frachtrad, als Frachtrad mit Rails, mit der Schale, mit einem verschließbaren Deckel oder mit einem Wetterverdeck für die Kinder, dass sich auch die Kinder nicht im Regen, dem Regen nicht ausgesetzt sind. Und ganz komfortabel auch mit der Federgabel sogar. Ah, ja, sehr schön, ja. Sehr schön, was genau. Und hier auch von der Geometrie sehr schön ist. Man sieht hier, dass den Winkel vom Sitzrohr, der geht sehr stark schräg nach hinten. Mhm. Wenn jetzt eine Person größer ist, dann geht automatisch auch der Sitz nach weiter nach hinten. Okay. Und so habe ich dann mehr Spielraum für größere Personen, ja. dass das ideal ist für alle Körpergrößen, eine Rahmenhöhe super, für ja. alle Körpergrößen. Genau, und natürlich muss man auch noch dazu sagen, Velo de Ville ist ja bekannt dafür, dass man da alles frei konfigurieren kann. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich jede Menge Farben auch noch im Angebot. Alle Farben in Glanz und Matt bieten wir hier an. Unter anderem auch zum Beispiel unser Eco Grey, was unsere ökologische Farbe letztendlich ist, aus allen Farbresten, die wir zusammenstellen. Ja. Können wir dann das Rad lackieren. Es gibt Rot, es gibt Blau, es gibt Mokka. Es gibt alle möglichen Farboptionen. Super, alles klar. Und das ist jetzt schon zu haben? Das ist ab sofort lieferbar. Die Kindersitzoption kommt im Laufe des nächsten Monats, ist das dann auch lieferbar und das Regenverdeck dann auch.
Und dann sind wir hier flott unterwegs mit unserem Lastenrad. Und Kostenpunkt ungefähr? Es beginnt bei 6.950 Euro. Aha, super. Ja. Und da muss man sich ja immer wieder informieren. In manche Städte gibt es hier eine sehr, sehr hohe Förderung. Das ist gut zu wissen. Auch das macht immer wieder Sinn, sich da mal zu erkundigen, in welcher Stadt ich mich befinde und welche Förderung gibt es da. In München gibt es das auch, ja. Sehr gut, Jürgen, besten Dank. Sehr gerne. Alles Gute. Danke gleichfalls. Servus. So, jetzt sind wir hier bei Conway und zu Conway gehören auch noch andere Marken, Kio, hier Chike und Turn, Victoria und so weiter. Aber jetzt haben wir hier noch den Thomas und der kann uns jetzt mal ganz kurz was erzählen zu den zwei Lastenrädern, die im Prinzip jeder kennt, das Chike und das Turn GSD. Servus Thomas. Hallo Ralf, grüß dich. Hi. Genau, also vielleicht kannst du ganz kurz noch zur Historie was erzählen. Zu welcher Gruppe gehört das alles? Also das gehört alles zur Gruppe HTKG, das ist ein Familienunternehmen aus Hoya. Das ist, der Firmensitz ist zwischen Nienburg und Bremen. Ah, okay. Und gibt es schon seit über 125 Jahren. So, und jetzt kommen wir hier zu dem Chike. Hört sich irgendwie gar nicht so deutsch an, aber du hast mir gerade schon gesagt, das ist deutsch. Das ist deutsch, ja, genau. Das sind zwei Brüder, die das entwickelt haben und wir machen den Vertrieb für Chike in Deutschland. Okay. Genau, und jetzt sehen wir natürlich hier unten schon Neigetechnik. Das ist eins der bekanntesten, würde ich jetzt mal sagen, Lastenräder mit Neigetechnik. Ja. Fährt sich dementsprechend natürlich ein bisschen agiler als jetzt eins ohne Neigetechnik. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber dann ist halt schon sportlich. Ja, es ist wesentlich agiler, ist jetzt von der Spurbreite super schmal. Das auch noch, ja, genau. Ja. Das ist echt super schmal, ja. Ja. Okay, und dann habt ihr hier aber trotzdem Platz für zwei Kinder. Zwei, ne? Kinder, genau. Aha. Und die sind geschützt hier in dieser Kabine. Okay, das vor sieht so aus. Schmutz und Regen. Ja. Genau. Ein bisschen Sicherheit bietet es auch noch, falls man doch mal umkippt oder was. Ja. Dann haben wir hier einen Riemen mit dran, jetzt in der Variante. Dann auch noch eine Nexus. Genau, Shimano-Motor. Shimano-Motor, genau, das sehen wir jetzt vielleicht auf der Seite besser. Hier noch ein Shimano-Mittelmotor. Shimano-Cargo-Motor, der neue. Auch noch, sehr gut. Genau. Da ist der Akku. Dann ist da sogar noch so eine Kiste mit dabei. Abschließbar natürlich alles. Ja. Genau. Also. Und du kannst hier eben Neigetechnik kannst du öffnen und wenn man losfährt, bevor man losfährt, löst man das und dann eben auch die Bremse lösen und dann geht's schon los. Ah. Ah, cool. Schau mal, so einfach geht es. Also ist wahrscheinlich dann ganz ein kleiner Wendekreis. Aber hier, schau mal, kleiner Wendekreis, extrem kleiner Wendekreis. Das würde ich mit meinem Matz so natürlich nicht hinkriegen, aber schaut schon lässig aus und wenn man das irgendwie mal zwei Tage gemacht hat, dann ist es wahrscheinlich auch alles gar kein Problem mehr. Super, okay, alles klar, Thomas, vielen Dank. Achso, jetzt preislich, wo sind wir da ungefähr? Bei 7.000 Euro. 7.000 Euro, gut. Gibt es natürlich wahrscheinlich auch in verschiedenen Ausstattungsvarianten, verschiedene Farben, aber ich finde, das ist schon ein sehr cooles Konzept und alles made in Germany. Dementsprechend kann man das definitiv unterstützen. Jetzt kommen wir aber noch zu dem anderen Klassiker, den im Prinzip auch jeder kennt. Das hier ist die Kategorie Longtail. Haben wir gesehen, gibt es inzwischen auch bei Decathlon und von Kifi zum Beispiel gibt es auch. Aber das ist eigentlich so der Ursprung, würde ich mal sagen, des Turn GSD. Thomas, was gibt es zum Turn GSD zu sagen? Ja, das Turn GSD ist mit Sicherheit der Vorreiter, wie du schon richtig gesagt hast, vom Long Travel Rad. Das Besondere daran ist, dass ich hier einige Möglichkeiten habe über einen Frontgepäckträger. Ich habe hier die Möglichkeit, zwei Kinder zu platzieren, sowohl als etwas größere Kinder ohne Kindersitz, als aber auch, wenn man das jetzt hier umbaut, dass man hier entsprechend zwei Kindersitze hintereinander schalten kann, was super schön ist. Und ich habe ja auch die Möglichkeit, noch einen zweiten Zusatzakku zu montieren. Das eine und da kommt noch ein zweiter rein. Und habe hier eben auch hier den Bosch Cargo-Motor, Cargo-Line eben entsprechend. Genau, da kannst du sogar den Lenker hier noch umklappen, damit es ein bisschen weniger Platz einnimmt, wenn man es in die Garage einstellt. Also normalerweise kann man das Rad auch dann eben zum Verstauen senkrecht, da gibt es so Puffer hinten, da kann ich das senkrecht aufstellen. Das ist auch cool, ja. Und dann entsprechend sehr durchdachtes Verstauen. Und sieht man viel so vor der Kita und so, also kommt gut an, ne? Ja,
sieht man immer mehr und das ist eine gute Alternative zum Auto und ist in München, wo ich wohne, sehr, sehr beliebt. Okay, und jetzt aber da hinten sehe ich jetzt gerade, hier ist noch ein anderes Turn, vielleicht kann man ganz kurz zu dem noch was sagen. Also das Quick Haul ist halt jetzt, sag ich mal, so ein bisschen eine kleinere Variante noch, okay. Wo ich aber auch eine Möglichkeit habe, hier hinten einiges zu verstauen oder auch ein Kind draufzusetzen. Ja. Ist ja halt etwas die leichtere Variante und kürzere Variante vom GSD. Alles klar. Ja, da gibt es ja von Turn auch richtig coole Bikes. Thomas, besten Dank. Bitte, Ralf. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann, danke dir. Mokka, ein Rad für alles. Aha, das klingt interessant. Sieht ein bisschen aus wie ein Lastenrad. Andi, grüß dich, hier ist der Servus, Andi. Servus, grüß dich. Servus. Hi. Magst du uns das mal vorstellen, ja, das Mokka-Bike? Sehr gerne. Und also, ich nehme schon mal eins vorweg, das ist hier jetzt eigentlich eine Weltpremiere, oder? Das ist tatsächlich Weltpremiere. Also, das Mokka ist das erste Mal jetzt auf den E-Bike Days München, darf gefahren werden von jedem, der Lust hat. Und Modern Cargo, Mokka, hat die Idee zugrunde, dass wir ein Rad für alles haben. Das heißt, so viele Nutzungsbereiche, so viel Freunde auf dem Rad haben wollen wie irgendwie möglich. Was für uns heißt, wir brauchen eine Variabilität. Wir können den Sattel komplett hoch runterfahren. Edle Ball-Schulz-Komponenten, das Ganze natürlich auch wie gewohnt mit dem Speedlifter. Mhm. Auf meine Größe individuell einstellbar. Ja. Und jetzt kommt natürlich der Cargo-Gedanke. Wie mache ich mit einem normalen Compact Cargo oder wie mache ich ein Compact Cargo zu einem echten Lastenesel? Wir haben hier hinten 35 Kilo freigetesteter Gepäckträger. Wir haben auch vorne 35 Kilo freigetesteter Gepäckträger. Dazu habe ich natürlich alle Ladeebenen. Ich habe hier unten für Bikepacking die berühmten Ösen. Ich habe hier unten eine Flaschenhalter und Schlosshalterung, kann ich hier anbringen. Wir haben hier ein System, wo ich später mit einem schönen Expandergurt hier rübergehen kann und meinen Business-Rucksack oder meine Yogamatte hier vorne drauf packen kann. Mhm. Ich habe einen USB-C-Port, damit ich mein Telefon, das ich hier natürlich über einen SB-Connect-Stecker anstecken kann. Ah, das auch noch, ja. Kann ich hier oben rein, ich kann laden, ich kann noch, wir haben eine 625 Wattstunden Batterie, also das Größte, was im Moment so ungefähr geht. Und ich kann damit natürlich dann auch mal meinen Laptop laden. Das heißt, ich kann das gute Stück auch mit rausnehmen und sagen, weißt du was, ehrlich gesagt, ich mache Homeoffice heute zu Hause im Park oder wo auch immer, alles mit rausnehmen und kann das Ganze laden. Ja, und jetzt kommt natürlich noch die allergrößte Frage. Wie fährt sich das Mokka eigentlich? Du darfst es ja dann gerne auch eine Runde fahren. Ja, sehr gerne. Alter Bäckerrad-Ansatz. Wer Bäckerräder schon mal gefahren ist, fährt sich immer cool. Schöne Fahreigenschaften, fährt richtig smooth. Wir haben hinten 26 Zoll Laufrad, vorne 20 Zoll. Was so viel heißt wie, das Rad rollt auch mal über das ein oder andere Hindernis ein bisschen entspannter drüber. Und ganz, ganz wichtig, hinten 26 Zoll Laufrad. Ich habe deutlich weniger Verschleiß auf Reifen, Bremse und Co. Und damit haben wir in Verbindung mit den Reifen und allen Komponenten, die wir außenrum haben, ein wahnsinnig wartungsarmes Fahrrad gebaut. Wow, ganz interessantes Konzept. Was ganz Neues habe ich so noch gar nicht gesehen. Dementsprechend bin ich tatsächlich gespannt, wie sich das fährt. Andi, vielen Dank für die Vorstellung. Viel Erfolg sehr schön damit. Ist tatsächlich jetzt ganz neu, erste Vorstellung hier auf den E-Bike Days. Ganz genau. Und ansonsten geht auf mokkabikes.com, besucht uns und wir freuen uns auf eine Testfahrt mit euch. Alles klar, bis bald. Servus. Ja, das probiere ich jetzt mal aus, genau. Oh ja, aha, schau mal, es geht schon gut ab hier. Ich fahre mal einmal hier runter und versuche mal, wie sich das, also auf jeden Fall mal dadurch, dass das vorne ein 20 Zoll ist, sind das, glaube ich, sehr agil, ja. Und wenn ich jetzt über den Huppel drüber fahre, es fühlt sich also doch noch entspannt an. Anders, als wenn es jetzt vorne und hinten die kleinen Räder hätte. Der Motor ist natürlich super stark mit Mittelmotor. Schalten kann ich hier ja auch, und zwar sogar mit einer elektronischen Schaltung. Aha, das ist natürlich auch cool. Also, geiles Fahrverhalten, muss ich sagen. Extrem agil und wendig, macht richtig Laune. Und die Bremsen gehen auch gut. Ja, jetzt sind wir bei Bergamont, und Bergamont hat natürlich auch Lastenräder am Start. Hier ist Nikita. Servus, Nikita. Moin. Moin, sagt man bei euch. Genau, aus Hamburg seid ihr. Genau. Magst du uns mal was über eure Lastenräder erzählen? Ja, wir haben ja so ein paar im Angebot mittlerweile. Wir haben da einmal das Long John, das ist der zweispurige hier. Einspurig, oder? Einspurig, genau. Genau, der einspurige, das ist ein Long John, genau. Ja, genau.
Da haben wir das für verschiedene Zwecke, haben wir auch verschiedenes Zubehör. Das ist jetzt einmal die Box, eine Bambusbox. Da sieht kommt cool aus, ne? Ja, von der Farbe her ist auch schick. Da kommt jetzt aber auch noch mal demnächst eine neuere Version aus robusterem Material. Und dazu haben wir natürlich diverses Zubehör für einen Kindertransport zum Beispiel. Oder man kann die Box auch komplett weglassen und dann kannst du da auch für so einen Hausmeister, als Hausmeistermobil oder so verwenden. Genau. Und wenn man das dann alles ein bisschen schicker haben möchte, dafür gibt es dann diese Alu-Kiste. Okay, das gibt's auch. Die ist auch verschließbar. Ja. Genau, da passt auch einiges rein. Ah ja, okay. Das ist mehr so für den Cargo-Bereich, wer sozusagen Kinder transportieren will. Das gibt es auch mit Kindersitz und so weiter. Genau, und Canopy, also ja, Verdeck. Ja. Okay. Alles drum und dran. Sehr cool. Dann haben wir noch ein anderes Modell. Genau. Das ist das Longtail E-Cargo-Well LT. Genau, Longtail heißt, weil es hinten sieht, lang ist. Genau. Hat das ein langgezogenes Hinterteil und einmal so einen riesigen Gepäckträger mit zweimal AVS-Klicksystem. Ja. Da kannst du zum Beispiel zwei Thule Yep Kindersitze dran montieren hintereinander. Okay. Genau. Und da gibt es natürlich auch noch mal diverses Zubehör. Man kann auch, wenn die Kinder etwas größer sind und nicht mehr auf die Kindersitze angewiesen sind, gibt es auch so zwei Seat Cushions und ein Handrail und Footrest. Okay. Sprich, da können sie dann einfach so unangeschnallt ohne Kindersitz drin sitzen. Sehr cool. Dann haben wir weitergehen. Genau, da haben wir das schicke Bäckersrad. Bäckersrad. Bakery heißt es. Genau. Bakery Style. E-Cargoville Bakery. Das ist dann etwas kompakter im Vergleich zu dem Longtail. Okay. Genau, das hat aber auch 180 Kilo maximales Systemgewicht. Da kannst du also ordentlich was draufladen. Da gibt es dann auch verschiedene Kisten und Transportmöglichkeiten, die man so hinten und vorne montieren kann. Aha. Genau, und das ist quasi für so Cargo-Transport in kompakt. Smartes System, das heißt, das ist wahrscheinlich eines der neueren Modelle dann. Genau, man kann das Ganze auch mit seinem Handy verbinden dann. Und dann kann man sich da zum Beispiel die Strecke anzeigen lassen, das Navi von Komoot übertragen, solche auch Spielereien. Schön. Genau. Und wenn man natürlich ordentlich Zuladung hat, braucht man auch ein passendes Bremssystem. Da haben wir die Magura mit riesigen Bremsscheiben. Damit man vier Kolbenbremsen, ja, das ist schon ordentlich da. Genau. Super, und dann habt ihr noch eine Neuheit. Genau, gehört nicht ganz zu den Cargo Bikes, ist aus unserer Compact-Reihe, jetzt ganz neu, 23er Modelljahr. Das ist das Hans E. Auch Hans in Anspielung E. an Hanse, Hansestadt Hamburg. Genau, wie man sieht, kann man das durch diesen eigens entwickelten Gepäckträger, kann man das Ganze auch hochkant parken. Ja, das ist platzsparend dann, ne, in der Garage. Genau, oder du schleppst es in die Wohnung hoch oder stellst es dann in die Abstellkammer, das funktioniert auch. Aha. Oder wenn du einen Fahrradkeller hast, der Rappel voll ist, dann kannst du das Teil da auch parken. Genau. Genau, und das hat auch ein AVS-System, sprich, du kannst da auch einiges dran klicken und es für diverse Transportmöglichkeiten nutzen. Und das Ganze gibt es, haben wir jetzt leider nicht bei der Messe dabei, aber das Ganze gibt es nochmal auch als Longtail-Version. Oh no. Sprich, hat auch nochmal einen etwas verlängerten Hinterbau und dementsprechend längeren Gepäckträger. Und das kann man auch super für Cargo-Zwecke einsetzen dann. Okay, Preis, kannst du was sagen zu dem jetzt hier? Ungefähr? Genau, das liegt jetzt bei knapp 4.000 Euro. Okay, ja, dass wir nur mal so eine Hausnummer haben. Ja. Super. Nikita, dann besten Dank dafür. Vielen Dank, cool, schöne dass du hier Grüße warst. Nach Danke Hamburg dir. Dann. Jo, servus, gerne. Ciao. Wir sehen uns, ciao. So, wo sind wir jetzt gelandet? Hier sind wir bei Kiffy und hier ist der Loic. Servus, Loic. Hallo, servus. Grüße, ich sehe gerade, ihr habt ja auch ein Cargo-Bike. Wie heißt das? Kiffy Capsule. Kiffy Capsule. 2023. Okay, sehr schick. Schauen wir uns doch mal an. Also ich sehe schon, ihr habt hier natürlich up-to-date das Neueste. Wie geht es an hier oben? Ja, genau. Bosch, smarte System mit dran. Kiox 300. Aha, alles mit dabei. Geht so ein bisschen in die Richtung vom Turn GSD oder sowas? Ja, also, genau. Also Turn GSD, ja genau. Ist auch ein Longtail. Auch Longtail, genau. Jetzt sind ziemlich viele Marken, die auch Longtails herstellen. Der Vorteil von dem Kiffy ist, dass es ist ein Aluminiumrahmen, der wird in Frankreich produziert. Okay. Und nicht von Taiwan importiert.
und ist ziemlich leicht. Also wie man sieht, gibt es nur ein Rohr hier, aber ziemlich stabil. Ja, ja. Mhm. Ja, das ist wichtig. Er hat eine sehr starke Wandstärke. Ach so, das ist das. Okay. Das Smart von dem, das Kapsel von Kifi ist ein von den leichtesten Fahrrädern, also leichtesten Longtails. Aha. Und wie man sieht, also kann man auch zwei Kinder drauf tun hinten. Es gibt auch verschiedene Ausstattungen, also mit Secure Bar oder ja, hier diese zwei. Wir haben Kittys. Ja schon mal ein Video gemacht, ne, von dem Vorgänger noch. Genau, Kapsel. Genau. Das ist ja praktisch jetzt die neueste Version, ne? Genau. Die 2023er Version. Die Secure Bar haben sie auch ein bisschen geändert für das neue Modell. Die alten passen auch auf das neue Modell, darauf achten sie auch. Mhm. Genau, man sieht auch hier an dem Sattel, dass man, dass die Kinder sich auch gut festhalten können. Genau, aber du kannst ja auch Kindersitze richtig drauf machen. Ne? Genau. Also und Fußstütze. Ein Akku haben wir jetzt hier drauf. Das ist genau, nur ein Akku gibt es hier, eine 545 Wattstunden. Und wir haben den Motor von Bosch, der Cargo Line, also mit 85 Newtonmeter. Ja, ja, ja. Vorne haben wir auch einen super Gepäckträger, Funkgepäckträger. Also wirklich die Form ist neu. Also bei dem neuen Modell haben sie das, haben sie sich gute, also wirklich Gedanken gemacht. Es ist abgerundet, mit Netz drauf. Die Höhe vom Lenker kann man auch einstellen. Ah, okay. Das kann ich auch hier kurz zeigen. Ja. Genau hier. Kann man ein bisschen runter und hoch. Aha, genau, aha. Das ist sehr angenehm. Und ich sehe noch was, da darf ich mal kurz. Kann man das im Endeffekt auch hier hochkant hinstellen? Das sieht aus wie genau wie bei Turn. Ach, das ist kann ja auch man gut. Das auch in der Garage tun, weil letztendlich die Longtails sind, ich würde sagen, die kleinsten Cargo-Bikes, die es gibt. Ja, ja. Also es ist nicht super lang, nicht super breit, aber trotzdem, trotz 20 Zoll Räder, ist das Fahrrad immer noch ein bisschen lang. Und wenn man nicht genug Platz in der Garage hat, dann kann man das Fahrrad einfach hochstellen. Ja, genau. Und da spart man auch ein bisschen Platz. Okay, sehr cool. Preis? Genau. Wo sind wir da beim Preis? 5.399 Euro Basispreis. Und dazu kommen die verschiedenen Ausstattungen. Okay, aber da haben wir heute schon ganz andere Preise gehört. Das heißt also wirklich preiswert, muss ich mal sagen. Genau, also im Vergleich mit anderen Marken, wie zum Beispiel Turn, das ist schon ein Stück günstiger. Super, alles klar. Und kaufen kann man das hier bei wehomakina.de. Schaut mal da auf die Seite. Da könnt ihr das natürlich dann kaufen. Genau. Vielen Dank, Luik. Bitteschön. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht eins vergessen. Ach so, eins noch. Wir haben einen SRAM GX drauf mit 10 Gängen. Ah, das haben wir noch. Oh, ja. 10 Gänge. Und vorne gibt es eine Federgabel. Genau, sehr angenehm. Ja, ja, ja. Also beim Fahren ist es natürlich wirklich ganz wichtig, ne? Komfort. Super sozusagen. Gut, ja, super guter Komfort, genau. Und die Sitzposition ist auch wirklich wie auf einem Hollandrad. Ja, also super angenehm. Das kommt sehr gut an. Sehr cool. Ja. Alles klar, Dankeschön. Bitteschön. Ciao. Ja, absolut spannend. Also ihr seht, da gibt es einiges Neues hier auf dem Markt in München. Auf den E-Bike Days 2023 sind die Lastenradhersteller der Welt vertreten, muss man schon fast sagen. Viele deutsche Lastenradhersteller mit dabei, viele Innovationen, viele neue Sachen. Und im Endeffekt ist Lastenrad natürlich aus meiner Sicht wirklich das perfekte Beispiel, wo sich E-Bike wirklich lohnt. Denn mit dem Lastenrad, da seid ihr mit viel Gewicht unterwegs. Ihr könnt aber auch tatsächlich ein Auto euch sparen. Deswegen tut man wirklich noch was Gutes für die Umwelt. Also auf jeden Fall ein Beispiel für Elektromobilität der besonderen Art. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Drückt da unten auf den Subscribe-Button, dann verpasst ihr keine Updates. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ach ja, gebt mir noch ein Like, wenn es euch gefallen hat. Besten Dank. Servus.